Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brocken. In diesem Video möchte ich euch mit auf eine richtig coole Let's Play Reihe mitnehmen, und zwar A Plague Tale: Innocence. Es ist ein Spiel, was darum handelt, ja, im Mittelalter sozusagen, eine Rattenplage, wie man schon sieht. Aber wie das Ganze natürlich genau ausgeht und was da passiert, das werden wir jetzt in der ersten Folge auf jeden Fall gemeinsam erleben. Ich möchte euch dort jetzt mit auf die Reise nehmen. So, wir können hier natürlich noch ein bisschen was einstellen. So, bestätigen wir. Trödels, Amicia. Wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen? Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. So. Dann folgen wir wohl mal unserem Vater. Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Guyenne strotzt vor Kampfeslust. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaub an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Ja, dann folgen wir mal unserem Vater. Die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter de Hohn. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien, deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder, und du... Ich bekomme dich kaum zu Gesicht. Von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal. Jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Es sieht schon sehr, sehr nice also aus. Und die Story, Leute, die wird euch gefallen. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia de Hohn kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des... heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Ritterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Bereit. Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schießen. So soll es sein. Dann mal los. Ach. 1, 2, 3, 4, 5. Weiter so, Amicia. 6, 7, 8, 9 und 10. Nicht schlecht.
Aber deine Schleuder macht einen Heidenlärm. Er war ein Geschenk von dir. Oh ja, hab dich fast vergessen. Meine Güte, was hat er denn? Er hat wohl einen Hasen gerochen. Hinterher, schnell! Lauf schon vor, ich komme nach. Du bist viel schneller als ich. Leon, warte auf mich! Leon, ein Jagdhund darf seinem Jäger nicht davonlaufen. Leon, wo ist er hin? Ah, da bist du ja. Was hast du gewittert? Lieber Himmel, ein Wildschwein. Braver Hund. Amicia, hat er was gefunden? Psst, sieh mal, ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Es trinkt. Das ist meine Chance. Schön langsam jetzt ran. Wir dürfen nicht erwischt werden, so. Oh nein, es hat mich gesehen. Du musst dich anschleichen. Ziel auf seinen Kopf. Na los, ich schaffe das. Ja, aber... Nehmen wir nochmal ein paar Steine mit hier. Vorsicht, du musst auf den Kopf zielen. Ich versuch's ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Da bist du ja. Dub dich ins Gras. Runter. Ja, schön vorsichtig. Jetzt ranschleichen. Das war da auch ja. Ja, das Problem ist, das Schwein steht uns mit dem Rücken zu. Wir müssen jetzt ganz langsam. Einmal außenrum. Ey, wie kann uns das denn sehen? Ich bin hier unten und das sieht uns da hinten, oder was? Okay. Schön langsam. Schuss. Lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Ha. Der Braten ist jedoch noch nicht serviert. Nein, nein, nein! Schnell, Leon, nicht die Spur verlieren! Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich. Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon! Ich komme, Leon! Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Das Wildschwein. Es blutet. Ja, ist doch schon mal gut. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Oh, die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Oh, die Bäume. Alles Wer war das? Leon, komm her! Das ist das Wildschwein. Aber Leon war das bestimmt nicht. Leon, komm her! Leon! Leon, ich bin hier! Ich komme! Leon, wer war das? Nein, Leon! Nein! Leon! Nein!
Was ist das für eine Teufelei? Leon. Wir müssen weg. Leon. Sofort! Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Amicia. Er war ein guter Hund. Die Bolzen zur Verstärkung der Tür. Ich habe sie noch nicht fertig. Hast du gehört, dass die englischen Truppen unterwegs sind? Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Oh, Mademoiselle Amicia, wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ja, ich werde es ihnen sagen. Die Sebastiani, beschütze uns vor dem Bösen, schenke uns ewige Gesundheit und halte die Pest von uns fern. Okay. So, hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Gabriel, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Hast du recht. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Ja, super. So. Sieht schon mal sehr, sehr edel aus, ne? Die ist oben. Dann habe ich da gerade die Treppe gesehen. Ah, perfekt. Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Louise, warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall. Ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, danke. Bett. Das Deckchen, das Mutter für mich gemacht hat, als ich noch klein war. Ich habe es überall gesucht. Danke, Lu. Handgewebte Deckchen werden gern mit Spitzen verziert und vorrangig zum Schutz der Tische vor heißen Töpfen oder Schalen verwendet. Dieses Deckchen ist mit Familienwappen verziert, ein traditionelles Muster, das junge, wohlerzogene Mädchen zum Sticken lernen. Okay. Nichts zu danken, Liebes. Pass gut darauf auf. Dann ist bestimmt meine Mutter hier, ne? Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Psst. Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Machen. Finde Hugo. Ich bin aber so verpicht. Ich will da trotzdem irgendwie rausgucken. Komm. Ich will einen Blick drauf riskieren. Dann ist er bestimmt hier, mein Bruder.
nicht. Hä? Stimmt hier ein Schlüssel, oder? All diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen können? Mama, bist du da? Ah, schön. Wie lange ist er schon hier? 4 Jahre? 5? Guck mal hier. Hier hinten, wa? Wo ist er? Hugo? Ich glaube, da hinten, wo die Burg ist. Also da würde ich mich verstecken. Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Hat er gesungen? Nein, Señor Nicolas. Er hat 2 Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Durchsucht das Haus. Ach du Scheiße. Ist das Mama? Das ist nicht Mama. Hugo, komm her. Was ist denn? Psst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wo haben sie ihn versteckt? Wo zum Teufel ist er? Bleib unten. Hugo, ich bin's, Gabriel. Komm schnell her. Hey du, was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleine? Lass ihn in Ruhe. Halt die Klappe. Die hätte uns das Kind er gehört der Inquisition. Wirklich so schwer? Oh nein, näher. Ja, schön. Ach du das Scheiße. Nein, ich flehe euch an. Hugo ist nicht hier. Hey du, bleib. Komm schon. Ich sag es nicht noch einmal. Also, wo ist Hugo Derut? Alter. Ey, die bringen alle um. Amicia, was ist hier los? Mutter. Ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Ach du Scheiße, Mann. Der arme Junge, ey, und auch sie. Oh mein Gott. Die ganze Familie Louise. Und alle. Macht dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Alle werden abgeschlachtet. Bitte. Das ist all dein Gejammer. Wir müssen weiter. Keine Sorge. Nicht hinsehen. Wir dienen einer höheren Macht. Nein, nein. Nein, Amicia. Wir müssen weitergehen. Wir müssen aufpassen. Wo sind die Aufzeichnungen deiner Herren? Sag schon, muss ich dir wieder wehtun? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu, das ist deine letzte Chance. Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herren weißt. Ach, selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen. Mama Beatrice ist ein guter Mensch. Gut, wir müssen weiter. Bring das hier zu Ende. Das ist eine Abschlachtung. Richtig. Oh. Wen haben wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Oh, Kinder. Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Okay. Hugo,
Nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise, ja? Ja, ja. Wachen, versperrt die Ausgänge. Sie sind überall. Vertraut mir. Durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Yes. Wartet, Mama. Sie kennt auf jeden Fall den ganzen Garten auswendig und wahrscheinlich auch einen Fluchtweg. Ja, sie können uns nicht sehen, aber sie sind doch nicht taub. Hey, ich hab noch einen. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich hab ihm oft welche gebracht. Blumen? Puh, mehr hast du nicht zu bieten? Ergreift ihn. Stellt sicher, dass er alles erzählt, was er weiß. Hat geklappt. Versteckt euch. Ich arbeite schon ewig hier. Alle tot. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach, wirklich? Du zuerst. Hör zu, ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder. Und du, stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastard! Feigling! Ach, hör auf! Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung? Na gut. Vorsicht beim Runterklettern. Ja. Ist kein Freund der Inquisition. Ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Vorsicht! Sie sehen uns! Wir müssen hier weg, wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann's ohne Schleuder versuchen. Steuerung gedrückt halten, um leiser zu sein und Geschosse mit der Hand zu werfen. Halte gedrückt. Ich habe keine Steine. Ah, doch, da. Was war das für ein Geräusch? Gut, gehen wir. Ganz einfache Taktik. Au, mein Kopf! Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Acht auf deine Umgebung, wirf Geschosse auf Metallobjekte. Aber Senior Nicolas ist ihm schon auf dem Fersen. Er ist die rechte Hand des Großinquisitors. Gehen wir. Ich sehe nach. Sei vorsichtig. Man weiß ja nie. Ich sollte mich beruhigen. Uiuiuiui. Wir kommen nicht weiter. Mutter, wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Du hast einen Topf auf Gummihandschuhe. Ich weiß doch, wie ihr Gesindel seid. Irgendwo versteckt ihr immer ein paar Münzen. Halte Steuerung zum Ziehen gedrückt und drücke den Topf auf eine Oberfläche zu werfen. Weiß hervorhebende Gegner hören. Okay. Ich hätte Henker werden sollen. Man hat immer genug zu tun und man ist im Warmen. Dieses Geräusch. Das sehe ich mir besser an. Los jetzt! Oh nein, nein, nein! Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge, das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriechst hindurch. Verstanden? Ist gut. Nur Mut. Komm, der schafft das. Gut gemacht. Da ist jemand. Nimm meine Hand. Los. Bleib hier und kein Mucks. Ich warte auf dich. Alles gut, Hugo. Ich komme. Gnade! Wartet! Ach du meine Güte. Herr Gnade, Wimpelt läuft auch nicht schneller, Junge. Kommt mit.
Warte, ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf. Mama. Was ist los mit ihm? Sag schon. Ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen. Mein Kopf. Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Ein, aus. So ist es gut. Langsam. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo? Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Du kannst herkommen. Ja. Oh, also, die haben ein großes Anwesen. So geht das. Danke. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Das jetzt noch mal mit werfen? Ja, aber ich hab den doch, oder? Jetzt. Dann mit Alt, oder? Gut zielen. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Ja, aber ist halt die Frage, wohin ziehen? Weil er muss halt ja weit... Das hat er jetzt nicht gehört. Was war denn das? Ich muss Ihnen Bescheid geben. Psst, kommt her. Wir kommen. Los, beeilt euch. Gut gemacht. Hier lang. Nichts zu berichten. Steine können wir auch gebrauchen. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut, überlass das mir. So. Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. Jetzt weiß er nicht, was er machen soll. Nichts zu berichten. Na los! Jetzt! Puh. Oh, ihr lebt! Hier entlang! Hier entlang! Folgt mir! Versteck dich! Schnell! Madame! Sie Amicia, kommen! Amicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er half mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen! Du brauchst mich nicht, Amicia! Du bist... Doch, ich brauch dich! Ich brauch dich! Schnell jetzt! Folgt dem Fluss! Er führt euch zu Laurentius! Mutter, nein! Ah!
Hugo, komm mit, schnell!